Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Das letzte Türchen. Heute ist Weihnachten. Und ihr seht schon, ich bin unterwegs, so wie die Hirten auf dem Weg gewesen sind zur Krippe, wie die Astrologen, die Weisen aus dem Morgenland auf dem Weg gewesen sind. Irgendwie ist diese ganze Weihnachtsgeschichte immer voller Bewegung. Maria und Josef mussten mit dem Jesuskind später dann ja nach Ägypten als Asylanten fliehen. So ist also eine Menge Bewegung drin und von daher erschien es mir auch sinnvoll, das letzte Türchen im Auto zu öffnen auf dem Weg nach Schneidheim. Das ist in der Nähe von Königstein, wo ich jetzt gleich zwei Gottesdienste halten werde und über das Wunder und das Geheimnis von Weihnachten erzählen werde. Weihnachten ist im Grunde genommen das Fest schlechthin für dieses Projekt Jugendkoordination, von dem aus wir diesen literarischen Adventskalender 2019 ja gestaltet haben. Diese neue innovative Form von Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg, die in der Nähe von Schneidheim und Königstein liegt, im Moment aufbaut, als ein Projekt für 3 Jahre zunächst mal angelegt. Und Jugendkoordination ist auch auf dem Weg. Sie ist auf der Suche nach den Energien und den Fantasien und den Ideen in Jugendlichen und sucht danach, dass diese Ideen auch zum Tragen ins Leben kommen können und fruchtbar werden können für die Gemeinschaft, in der die Jugendlichen leben. In unserem Fall eben für die Gemeinschaft derer, die in Kronberg leben. Ich lese aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswunderzeit. Noch seht ihr es andersrum geschrieben. Ich muss es nachher als Video noch umdrehen, weil die Frontkameras, ja, die Apple-Frontkameras einfach die Sache immer spiegelverkehrt aufnehmen. Weihnachtswunderzeit, ein Buch des Autorenkollektivs Trio Infernal, Frank Bonkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese. Hier seht ihr die 3 noch einmal. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer so hin und her switche, ich streame im Moment gleichzeitig in Instagram und in Facebook. Und da die beiden Kameras auseinander liegen, muss ich immer mal switchen. Und heute lese ich die letzte Geschichte also vor. Letzte Geschichte ist von meinem Freund Frank Bonkowski, der Pastor ist, so wie Thomas Klappstein und ich auch. Und es geht darum, wie in dieser Geschichte eine Pastorentochter, deswegen bin ich auch schon in vollem Ornat, wie eine Pastorentochter plötzlich Weihnachten versteht. Es sind Einträge aus ihrem Tagebuch, die ich euch jetzt verlese. Der Tag, an dem ich Weihnachten kapierte. Adventliche Einblicke in das Tagebuch einer Pastorentochter. Dienstag, 24. November. Heute sind tatsächlich schon die ersten Schneeflocken gefallen. Es war richtig kalt, als ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin. Eigentlich wollte ich mich ja in der Schule zum Endspurt bereit machen, um die letzten Klassenarbeiten des Jahres noch irgendwie zu überstehen. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Ich meine damit nicht den ganzen Lernkram, der fällt mir ja zum Glück ziemlich leicht. Ich meine diesen ganzen blöden Zickenterror in unserer Klasse. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Die Mädchen sind so fies. Aufstehen, fertig machen, losfahren, die Treppen hoch in unseren Klassenraum. Das ist jeden Morgen eine echte Überwindung. Hoffen wir mal, dass der Tag morgen irgendwie besser wird. Mittwoch, 25. November. Besser war dieser Tag auf jeden Fall nicht. 45 Minuten früher bin ich heute aufgestanden, nur weil ich Angst vor Laura habe. Diese Obertussi sitzt seit ein paar Wochen tatsächlich vor der Tür und macht wie so ein römischer Cäsar den Daumen rauf oder runter, um ihren Untertussis zu zeigen, wie sie dein Outfit findet. Und wenn sie den Eindruck haben, dass du dich falsch angezogen hast, wirst du gleich zur Begrüßung erstmal von der halben Klasse ausgelacht. Und keiner
traut sich, etwas dagegen zu unternehmen. Heute war ich mal wieder dran, weil meine Jacke ihrer Meinung nach farblich nicht zur Hose passte. Blöde Möchtegern Heidi Klum. Es war mir total peinlich. Irgendwie auch, dass mir das blöde Gerede so viel ausmacht. Dann habe ich auch noch vor all den anderen losgeheult und genau in dem Moment kommt unser doofer Klassenlehrer rein und fragt mich vor der ganzen Klasse, ob es mir nicht gut ginge. Mega unangenehm das. Am liebsten würde ich die Schule wechseln. Sonnabend, 28. November. Normalerweise rede ich ja nicht viel über meinen Glauben, aber als Papa mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich ihm nach langer Zeit mal erzählt, was bei uns los ist. Und sogar, ob er mal für die Situation in meiner Klasse beten könnte. Mein Vater ist Pastor, der kennt sich also aus mit sowas. Bevor er gebetet hat, hat er mich aber gefragt, wie ich denn das Gebet beantworten würde, wenn ich Gott wäre. Haha, gute Frage. Also, ich würde so einen Anti-Zicken-Computerchip erfinden und den würde ich den Zicken dann nachts, wenn sie schlafen, ins Gehirn einpflanzen. Wenn sie aufwachen, könnten sie einfach keine Zicken mehr sein, habe ich geantwortet. Papa meinte, dass er die Idee ganz cool fände, aber er sich nicht sicher sei, ob Gott, dem unser freier Wille wichtig zu sein scheint, so eine Idee unterstützen würde. Dann haben wir gebetet. Mit Schöpfer von Zicken und Guten und Bösen hat Papa Gott angesprochen und dann gebetet, dass der die Situation irgendwie zum Guten lenken möge. Wir haben beide nicht viel Hoffnung gehabt, dass unser Gebet die Lage tatsächlich verändern könnte. Trotzdem hat sie es irgendwie, hat das Gebet irgendwie gut getan. Freitag, 18. Dezember. Wow, jetzt habe ich fast einen Monat lang nichts in mein Tagebuch geschrieben. Warum finden eigentlich immer alle Lehrer, dass alle Klassenarbeiten in die letzten beiden Wochen vor die Ferien gequetscht werden müssen? Heute ist etwas ziemlich Spannendes im Konfirmandenunterricht passiert. Mein Vater, der ja auch mein Pastor ist, hat erzählt, wie schwer es vor 2000 Jahren gewesen sein muss, unter der Unterdrückung der mächtigen Römer zu leben und wie viele verzweifelte Gebete damals gen Himmel geschickt worden sind. Und Gott tat scheinbar nichts, gar nichts, jahrhundertelang. Nichts, Schweigen. Und dann endlich kam die Antwort auf millionenfaches Fragen, Bitten, Flehen und Klagen in einer Grotte. In Bethlehem schreit ein Baby. Ein verarmtes Paar aus einer schlechten Gegend war auf Befehl der Römer in die Stadt Bethlehem gereist, wo sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht haben. Das wäre auch heute total fies, aus einer blöden Gegend zu kommen und als Teenager schwanger zu werden. Aber damals musste es richtig fies gewesen sein. Jedenfalls wollte keiner diese Leute bei sich aufnehmen. Und darum fand die Geburt in einem Stall statt. Jesus' erstes Babybett war eine Futterkrippe. Die ersten Gäste, so ein paar Loser, die nach Schaf riechen, und eine Handvoll Astrologen. Zwar sangen Engel und es leuchtete ein Stern, aber die Römer waren immer noch an der Macht und unterdrückten und quälten die Welt fröhlich weiter. Gottes Idee von einer Gebetserhörung war hier auch kein Anti-Unterdrücker-Computerchip oder wenigstens jemand, der den Römern mal eins auf die Fresse gehauen hätte, sondern ein armseliges Baby. Na, herzlichen Glückwunsch! Mein Vater hat uns allen in der Konfi-Gruppe so ein Gebetbuch dann gegeben, in das wir jede Woche unsere Gebete schreiben sollen. Und diesmal war die Aufgabe, Gebete zu formulieren über Dinge, die wir ungerecht finden. Und als wir damit fertig waren, sagte mein Vater zum Abschluss, ich kann euch nicht versprechen, dass Gott euch das gibt, was ihr euch wünscht. Aber wenn mir die Weihnachtsgeschichte etwas beibringt, dann, dass Gott mit uns ist.
dass er sich mit uns freut, wenn wir uns freuen, und mit uns weint, wenn wir traurig sind. Je länger ich lebe, desto mehr lerne ich, dass das manchmal mehr hilft, als jemanden zu haben, der all meine Probleme aus dem Weg räumt. Als wir später im Auto nach Hause fuhren, habe ich mich ein bisschen beschwert, weil ich glaube, dass Papa die Geschichte nur wegen meinem Stress mit den Zicken so erzählt hat. Er hat geantwortet, dass er natürlich an meine Situation denken musste. Diese Idee, dass Gott mit uns fühlt, sei ihm aber auch bei seinen eigenen Problemen wichtig. Dann hat er noch gefragt, ob ich ihm erzählen möchte, was ich in mein Gebetbuch geschrieben hätte. Wollte ich. Ich habe Gott daran erinnert, dass meine Idee mit dem Anti-Zicken-Computerchip gar keine so schlechte Idee ist. Den Römern hätte ich damals übrigens auch eine aufs Maul gehauen, wenn ich Gott gewesen wäre. Aha, lautete sein kurzer Kommentar. Okay, ich habe aber noch was geschrieben, fuhr ich fort. Ich habe ihm dafür gedankt, dass Isa in meiner Klasse ist. Sie ist meine Freundin und neulich, als es wieder besonders fies zuging und ich weinen musste, da hat sie sogar mit mir mitgeweint. Und das hat echt gut getan. Ich bin wirklich dankbar, dass ich in dieser Situation nicht alleine bin. Ich glaube, du hast heute Nachmittag verstanden, warum Weihnachten ein so tolles Fest ist, hat er dann noch gesagt. Und ich habe gedacht, dass er recht haben könnte. Und ein armseliges Baby, das mich in meiner manchmal armseligen Welt besucht, ja vielleicht doch gar keine so schlechte Gebetserhörung ist. Donnerstag, 24. Dezember. Der Heiligabendgottesdienst ist ja eigentlich langweilig, weil jedes Jahr kleine Kinder in Schafskostümen und Engelskostümen und Bademänteln auf der Bühne rumlaufen, bis man dann irgendwann Kerzen anzündet und ganz gerührt Stille Nacht singt. Aber als sie dieses Jahr die Babypuppe in die Krippe gelegt haben, da war ich unglaublich dankbar, dass Jesus in meine Welt gekommen ist und ihm meine Sorgen nicht egal sind. Das löst zwar nichts, aber gibt mir ein bisschen Hoffnung. Vor dem Essen hat Mama uns gefragt, ob Papa und ich noch schnell ein paar Geschenke zu Leuten fahren würden, die sie nicht mehr rechtzeitig fertig bekommen hatte. Und das hat total Spaß gemacht. Wir haben die Geschenke vor die Haustür gelegt, geklingelt und uns dann im Auto versteckt und heimlich beobachtet, wie die Leute sich gefreut haben. Ich habe gesagt, dass es eigentlich jeden Tag wie Weihnachten sein sollte und man überlegen könnte, wie man anderen eine Freude macht. Bei Isa haben wir auch noch ein Geschenk vorbeigebracht. Da wollte ich aber doch nicht nur klingeln, sondern gleich sehen, ob ihr mein Geschenk gefällt. Ach ja, ich selbst habe von meiner Schwester ein total schönes Outfit bekommen. Hey, wenn die Tussis da den Daumen runterhalten, dann ist das der absolute Beweis, dass die echt keine Ahnung haben. Dann würde ich die, glaube ich, auslachen, weil mir das nämlich total gut steht. Ich mag Weihnachten. Und ich mag auch Weihnachten. Und jetzt ist es leider vorbei mit den literarischen Adventskalender. Eigentlich schade. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht noch irgendwas Neues wieder anzettle und weiter vorlese. Muss man mal sehen. Checkt immer wieder mal meinen Kanal und dann sehen wir mal, was da noch kommt. Euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall ein fantastisches, tolles Weihnachtsfest. Und ich wünsche euch, dass Hoffnung in eure persönlichen Umstände ankommt, ja, dass Gott euch besucht und dass ihr das spüren könnt, dass ihr nicht alleine seid, sondern dass er mit euch ist. Das löst zwar nichts, haben wir eben gehört, aber es tut unheimlich gut und es gibt neue Kraft, gemeinsam die Dinge anzugehen und zu schaffen, die man schaffen muss. In diesem Sinne, seid gesegnet und bis bald. Ciao. Und jetzt kann ich auch nicht einfach so aus dem Bild verschwinden, sondern ich muss hier sein. Ich sehe gerade, Elke, du siehst zu. Tschüssi.